Hi, ich bin's wieder, eure Julia aus der Edeka-Küche und wir machen heute ein ganz besonderes Rezept, nämlich eine Auberginen-Lasagne. Dafür schichten wir gegrillte Auberginenscheiben, würzige Tomatensauce, Nudeln und ein Duo aus Mozzarella und Bergkäse in eine große Auflaufform und lassen alles goldbraun überbacken. Super lecker! Ich starte mit den Auberginen. Davon brauchen wir 600 Gramm und die werden jetzt einmal gepreppt. Gewaschen habe ich die eben schon. Ich schneide mir jetzt die Enden jeweils ab. Dann werden sie in ca. 1 cm breite Scheiben geschnitten. Bei Auberginen ist es ja so, dass sie relativ viel Wasser enthalten und auch ein bisschen bitter sind. Deswegen werden die jetzt erst ein bisschen vorbereitet. Und zwar werden sie gesalzen und beiseite gelegt. Dann wird ihnen das Wasser entzogen und sie sind hinterher nicht mehr so bitter. Wir brauchen für das Rezept 2 Backbleche. Da habe ich jetzt schon mal Backpapier drauf gegeben und darauf verteile ich jetzt die Auberginenscheiben. Jetzt die Auberginenscheiben gut salzen. Dadurch, dass das Salz ja das Wasser daraus zieht, können die Auberginenscheiben auch später weniger Fett aufnehmen. Sie schmecken angenehm mild und werden beim Backen schön weich. Die dürfen jetzt für 10 Minuten hier entwässern. In der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um die Soße. Ihr könnt das aber auch alles nochmal nachlesen. Ich habe euch das Rezept hier oben in der Infocard verlinkt und wie immer Kanal abonnieren nicht vergessen. Für die Soße schneide ich mir jetzt erstmal 2 Schalotten ganz klein. Zuvor werden sie natürlich geschält. Außerdem 2 Knoblauchzehen. Die werden erst geschält und dann ganz fein gehackt. Dazu kommen jetzt noch 4 Stiele Basilikum. Um den Basilikum gut zu schneiden, nehmt ihr euch einfach die Basilikumblätter und legt die so ganz genau übereinander. Ich habe dazu auch mal ein Short-Video gemacht, wo ich Tipps gebe, wie man am besten Kräuter schneidet. Das habe ich euch hier einmal verlinkt. Dann kann man die richtig gut klein schneiden. Den gebe ich jetzt zu unserer Zwiebel-Knoblauch-Mischung. Dazu gebe ich jetzt 1200 Gramm gestückelte Tomaten. Jetzt wird das Ganze noch gewürzt und zwar als erstes mit einem halben Teelöffel Zucker, einem Teelöffel Oregano getrocknet, 3 Esslöffel Olivenöl und Pfeffer und Salz. Jetzt wird das Ganze gründlich umgerührt. Die 10 Minuten für die Auberginen sind jetzt um, das heißt, ich kann mir schon mal den Ofengrill vorheizen und zwar auf 250 Grad. Das Wasser von den Auberginen kann ich mir jetzt einmal abtupfen mit so einem Küchenkrepp. Die werden jetzt noch mit 6 Esslöffel Olivenöl beträufelt. Nun wandern sie in den Ofen und zwar für 8 Minuten und nach 4 Minuten tausche ich die Bleche, damit jedes einmal oben war. Ich liebe übrigens One-Pot-Gerichte, weil die im schnellen Alltag so leicht umzusetzen sind. Deswegen große Empfehlung von mir, das neue Edeka-Kochbuch One-Pot. Das ist voll mit super leckeren Rezepten, die alle in einem Topf, einer Auflaufform, auf dem Backblech oder in einer Pfanne zu zaubern sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren. So, die Aubergine ist fertig gegrillt. Bevor es jetzt ans Schichten geht, reibe ich mir einmal den Bergkäse. Davon brauchen wir 100 Gramm. Ich habe jetzt hier meine ganzen Zutaten fürs Schichten bereit. Die Lasagnepasta brauchen wir natürlich noch. Dann kann es losgehen. Ich starte erstmal, damit die Auflaufform zu fetten. Da kommt ein bisschen Olivenöl unten rein. Und zwar so ungefähr 2 Esslöffel. Dann 3 Esslöffel von dem Paniermehl. Nun als erste Schicht die Tomatensauce. Jetzt kommen da 3 Lasagneplatten obendrauf und die drücke ich so ein bisschen fest, denn dann verteilt sich dadurch auch die Tomatensauce ganz gut. Ich habe jetzt zum Glück eine Auflaufform, wo das perfekt reinpasst. Die ist so ungefähr 25 x 35 cm groß. Insgesamt brauchen wir von den Lasagneplatten 12 Stück. Als nächstes kommt jetzt eine Schicht Aubergine drauf. Jetzt wieder Tomatensauce. Jetzt ein bisschen von dem Bergkäse. Und ein bisschen Mozzarella. Von der Mozzarella brauchen wir insgesamt 150 Gramm. Ihr könnt das Rezept natürlich auch vegan abwandeln, indem ihr dann einfach veganen Käse nehmt. Oder ihr macht die vegane Linsenlasagne von Easy, die habe ich euch hier oben einmal verlinkt. Jetzt wieder 3 Lasagneplatten, dann wieder Aubergine und so macht ihr dann immer weiter, bis alle Zutaten verbraucht sind. Am Schluss endet ihr dann quasi mit Pasta, darauf nochmal Auberginen und dann nochmal Soße und Käse. Und das ist dann die letzte Schicht. Den Rest von Mozzarella. Was ist eigentlich euer Lieblings-One-Pot-Gericht? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Hier gebe ich jetzt noch die restlichen 3 Esslöffel Semmelbrösel drüber. Dann wird der Käse nämlich besonders crunchy. Und zu guter Letzt noch 4 Stiele Oregano. Davon nehmen wir jetzt erstmal 2 und die anderen 2 brauchen wir gleich nach dem Backen.
Davon mache ich mir jetzt einmal die Blättchen ab und gebe die über die Auberginen-Lasagne. Nun kommt das Ganze in den Ofen und zwar bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 40 Minuten auf der mittleren Schiene. Die Lasagne ist aus dem Ofen und guckt euch an, wie hübsch sie geworden ist. Hier kommt jetzt noch die restlichen Oregano-Blättchen drüber und zwar aus zwei Stielen. Die gebe ich jetzt noch mal frisch oben drauf. Schon kann die Auberginen-Lasagne serviert werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, die auch mal auszuprobieren. Erzählt mir, wie es geklappt hat. Ansonsten habe ich euch hier noch zwei Videos verlinkt. Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.